Hallo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Keine Woche ohne was Neues, Verrücktes aus dem Hause Midgards Messer. Ja. Und heute schauen wir uns diese coole Midgards Messer EDC Urban Survival Rettungsaxt kurz an. Das ist ein krasses Teil und das wäre nicht vom Dirk, wenn er nicht wieder irgendwas Cooles dran gebaut hätte oder beziehungsweise was dazugelegt hätte, dass die Kunden was dran rumbauen und schrauben können. Das macht ja seine Messer und Gerätschaften so aus, dass die als immer noch irgendein Zusatzfeature haben, das dem Kunden die Möglichkeit eröffnet, hier optional noch was, entweder noch zusätzliche Funktion oder noch irgendwas dran zu bauen. Und da haben wir einmal diese coole kleine Axt, die übrigens richtig scharf ist. Also Vorsicht, Freunde, das ist kein Spielzeug. Und ich denke, das Ding schön mit so zwei Klettriemen so rechts unten am Beifahrersitz befestigt oder auf der linken Seite vom Beifahrersitz, vom Fahrersitz dann aus rechts gesehen, ne? Dass du im Notfall mit der rechten Hand hier am Beifahrersitz runtergreifen kannst, um das Ding aus der Kletthalterung zu reißen, wenn irgendwas passiert sein sollte. Um sich dann aus dem Auto raus zum Beispiel einen Weg frei zu hebeln oder zu schlagen, könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Oder du kommst an einen Unfallort und du hast anderes Fahrzeug, in das du rein musst, um jemanden rauszuholen, wie auch immer. Denke ich, kommt man mit so einem Tool doch recht weit. Materialstärke ist gegeben, dass es hier, sage ich mal, einiges an Nehmerqualitäten hatte, 6 mm stark. Das verbiegst du und brichst du erstmal nicht so schnell ab. Und für die gute Handlage sorgen hier noch gute Inlays. Dadurch hat das ein richtig gutes Volumen. Das ist nämlich oft als dann das Problem an Werkzeugen, die ohne Griffschalen nur aus einem Stück Stahl bestehen, dass sie oftmals dann ja eben Druckstellen geben. Aber hier mit dem Volumen von dem Griff kriegt man hier doch die Kraftverteilung in der Handfläche ziemlich gut geregelt. Cool, ja. Die gibt es dann einmal so, die Axt. Wer sagt, ich will hier nur die Axt, ne? Und hier hinten im Notfall kann ich hier mit irgendwas zertrümmern. Oder es gibt noch das optionale Kit-Paket dazu, oder beziehungsweise die Axt gleich mit dem Kit-Paket, um sie hier hinten zu erweitern. Ne? Das kennt ihr alles. Zimmermannshammer, Nägel ziehen. Hier haben wir eine breite Hammerfläche und hier haben wir einen Schlagdorn. Den finde ich natürlich cool. Ja, dann steckst du das halt hier so drüber, ne? Im Lieferumfang sind auch noch zwei mechanische, hier massive Schrauben mit Torx und hier drin sind dann entsprechend die Gewinde und dann schraubst du das Ding hier eben fest mit den beiden Schrauben und schon hast du, ich sehe es nicht vor der Kamera, und schon hast du hier eben dieses Tool erweitert um eine weitere Funktion. Das finde ich mal richtig. Richtig gelungen. Das Ding ist auch richtig massiv, Alter. Damit kannst du aber ja was hämmern. Gibt ja viel solche Tomahawk-Lösungen, aber die sind meistens immer mit irgend so einem Kunststoffgriff, an dem dann eben oben die Stahlachse befestigt ist. Aber hier hast du natürlich alles aus einem Stück. Da brauchst du natürlich dann nicht Angst haben, dass dir irgendwann mal hier der Kunststoffstiel von einem Achskopf abbricht. Ich meine, um das Ding abzubrechen, puh, da musst du es aber ordentlich übertreiben. Ja, cooles Teil. Gesamtlänge so 25 cm. Gewicht, die nackte Axt 400 Gramm. 14 cm Griff ist hier. Kannst du hier vorgreifen, schön hier. Vor irgendwelche Feinaufgaben. Oder halt ganz hinten halten, noch mit dem Finger hier durch, dass ihr den nicht aus der Hand flutscht. Und dann irgendwas zu hacken. Die Schneide hier hat 10 cm. Also kann man auch ordentlich was mit anfangen. Midgards Family. Ja, der Dirk hat wirklich jede Woche wieder eine neue, tolle, verrückte Idee. Dazu gibt es dieses Holster. Wenn du sagst, ich will die am Gürtel tragen, schlaufst du hier deinen Gürtel durch. Und hier lässt du die Axt hier drin verschwinden. Und dann baumelt die so schön an deinem Gürtel runter. Er ist zu groß, ich krieg sie gar nicht drauf. Auf jeden Fall aber dann griffbereit. Gerade wenn du dann hier wieder
hier, ne? Wenn du Zimmermannshammer arbeiten willst, nee, so rum dann, Zimmermannshammer auf dem Dach bist, da sollte dir das Ding eben nicht aus der Hand fallen. Und dann kannst du das hier schön in ein Holster machen. Ist genug Platz da noch hinten für die Aufsitze. Cooles Teil. Lisa hat sie auch gleich gefallen. Die wollte sie gleich beschlagnahmen. Für ihr Fastnachtskostüm wollte sie die gleich mitnehmen auf den Karnevalsumzug. Da habe ich gesagt, nee, Schätzchen, lass mal hier, ne? Geh mal als Wikinger ohne. Aber ja, cool. Ich denke so als ja. EDC Urban Survival Beil. Entweder in einer großen Campingausrüstung, im Fahrzeug, in der Werkzeugkiste oder wenn du sagst, gehst auf eine Tracking-Hiking-Tour und sagst, ich will eine One-Tool-Option, damit kannst du Sachen schneiden, hast aber auch genug Masse dabei, um auch hier das Feuerholz fürs Lagerfeuerabend zu machen. Finde ich interessant. Darum auch hier auf dem Kanal ein Video dazu und natürlich schon im Shop von TFG. Wer auf sowas scharf ist, wir haben ja Haufen Midgards-Kunden inzwischen auch in Übersee. Ganz viel, das meiste geht ja darüber. Solltet ihr euch beeilen, es gibt von den zwei Versionen gerade mal 2x5 Stück. Und dann sind die erstmal weg. Ne? Also Freunde, ich sage danke fürs Einzelnen, wir werden kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ja, das ist so das, die EDC Wikinger-Axt. Ne? Für den urbanen Wikinger der Modernen. Also Freunde, ciao.